Also, als erstes werde ich das 1095er Stahlschwert nehmen, etwas kopflastig. Und wir versuchen, diese Matte zu schneiden. Ihr seht, die biegt sich leicht. Also auch das ist ein Problem. Wenn die Matten zu dünn sind, geht es gar nicht leichter. Man kann dann, ja, das ist ein Schnitt, der jetzt nicht gut ankommt. Also, ich mache einen Schrägschnitt, weil die Schrägschnitte leichter gehen als die waagerechten Schnitte. Jetzt noch einmal der Grund, weshalb wir solche Matten nehmen. Man kann nämlich an dem Schnitt sehen, ob man richtig geschnitten hat. Das kann man an einer Flasche oder an einem sonstigen Behälter schlechter sehen. Dies ist ein durchgehend gerader Schnitt ohne Verkrümmungen. Wenn man nämlich mit Verspannungen arbeitet, dann wird es ein runder Schnitt oder Wellenschnitt. Und nur wenn man völlig entspannt schneidet, ergibt sich so ein absolut gleichmäßiges Schnittbild. Was man noch dazu sagen muss, ein Schwert ist keine Axt. Wenn ich einfach nur dagegen hacke, dann passiert überhaupt nichts. Es ist ein scharfes Schwert und ich komme da nicht durch, weil ich muss ziehen mit dem Schwert. Das Schwert arbeitet auf Zug. Ich kann drücken, wie ich will. Ich kriege keine Verletzung mit meinem Daumen, aber wenn ich ziehe, dann ist er durch. Ja? Das heißt, eigentlich muss die Bewegung eine ziehende Bewegung sein. Ja? Gut, nächstes Schwert. Doppelt so dicke Matte. Und ich schneide wieder einen Schrägschnitt und dann einen waagerechten Schnitt. Das Schwert, dieses ist das Schwert mit der Differentialhärtung. Preis 100 Euro. Geht völlig problemlos.